Herzlich willkommen zurück zu Teil 64. In dem letzten Video hatten wir ja das Maschinenbau ausgerufen. Und heute müssen wir definitiv Industrial Blast Furnace in das Sawmill. Industrial Grinder. Oh, wie hat denn das Ding gehasen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Oh, leck mich doch am Sack, ey. Was ist denn das? Spender? Nee, Spender brauchen wir nicht. So viel steht immer fest. Wir brauchen diesen einen Block Maschinen, oder wie hat denn der Kase? Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Minenbohrer, Pumpe, Steinbruch, das ist es doch. So. Also diese Rädchen da, das ist alles eine Nebensache, genauso wie dieses Advanced Circuit. Circuit oder wie immer das heißt, also das ist alles reine Nebensache. Den kriege ich immer definitiv. So, das und das ist kein Problem. Wir sollten vielleicht mal dieses Mining Drill machen. Und zwar Stahlplatte. Aha. Was ist das? Stahlplatte. RE-Batterie. Ich glaube, die RE-Batterie kriege ich immer einfacher. Ja. Tin und ein Kupferkabel. Okay, da bedienen wir uns jetzt nochmal dem Kupferkabel. Da müssten wir ja eigentlich noch. Ja, müssten. Wir eigentlich noch da haben. Aber ich frage mich, wo zum Geier ist das? Habe ich das da rein geschmissen? Nee, das aber wo ist denn mein Kupferkabel? Steckt das da hinten noch in dem. Aha. Nee. Also wir brauchen definitiv Stahl. Das heißt für uns. Wir haben genug Stahl. Machen wir mal 10 Stück von den Dingern, nehmen wir mal mit. Und wir brauchen Kupferkabel. Wo war denn Steinbruch. Okay, ich schreibe mir das mal auf, bevor ich es noch einmal vergesse. Steinbruch. Okay. Ich wusste, dass ich irgendwo noch Kupferkabel habe, aber fragt mich bitte nicht jetzt, wo ich das hingeschmissen habe. Deshalb machen wir das jetzt nochmal so. Da ist es doch schon. Eieiei. Rubberbar. Ich glaube, wir haben da ein kleines dezentes Problem, weil wir haben nur noch 3 Rubberbar. Das heißt, wie. Ach, leck mich doch. Leck mich doch, ey. Ah, okay. Jetzt ist natürlich die Frage. Oh, lieber Gott, nee, ey. Oh, da gibt's Punkte. Danke. Nehmen wir natürlich dankend an. So, wir warten jetzt mal ein bisschen, bis der Scheiß da fertig ist. So
können wir mal gucken, was man da als Cowboy ist, klar. Ja, ich glaube, das kann man auch anders da machen, okay. Nehme ich mal die vier. Die vier. So, das heißt, was ist denn das? Ja, okay, in Ordnung. Da hätten wir schon noch mal 6 Stück. Das ist doch schon noch mal was. Das lassen wir jetzt mal, weil ich durchlaufe. Kobberkabel haben wir jetzt. Gut, das haben wir auch. Wir gehen auf den Steinbruch. Das müsste der da sein. So. Gut, okay. Genau, die RE-Batterie war das, was ich wollte. Zinn und Tin. Und wir brauchen auch Redstone. So, Zinn oder Tin. Das müssten 4 gewesen sein. Ich glaube, wir machen aber gleich einmal 2 Batterien. Wisst ihr das? So. Da. 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 RE-Batterie. So. Ja. Okay. 1, 2, 4. Die kommen da oben hin. So. Das wäre mal das. Wir werden jetzt noch ein paar Kobberkabel machen. So, jetzt hätten wir wieder mal 16 Stück. Das ist doch schon mal was wert. So. Wir haben unsere RE-Batterie. So. Okay, wir brauchen Stahlplatten. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben und müssen die Stahlplatten da mal machen. Hier sollte man vielleicht doch mal eine Tür reinmachen, falls da irgendwann noch mal einer gespawnt wird. Das war der falsche. So, die 10 schmeißen wir jetzt da rein. Lasse das mal schön durchlaufen. Und das mal so, dann läuft es dann noch schneller. 6. So, come on, Baby. Jawohl. Die letzte, vorletzte. Come on, mach hin. Sehr schön. Also die Stahlplatten hätten wir. So. So. Electric Circuit brauchen wir noch. Was ist das? Refined Iron. Also müssen wir doch noch mal runter. Wir gehen erst einmal schlafen. Ja, genau. Refund, Eisen, Silber, Iridium. Wo zum Geier ist mein? Wollt ihr mich verkackeiern oder was? Oh, leck doch die Welle am Arsch, ey. Das ist echt zum Kotzen, echt.
Es ist wirklich zum Kotzen. Irgendwie ist mein ganzes Zeug fort. Also ich weiß nicht warum. Ich hab noch Refined Iron gehabt und ich hab auch noch Kupferkabel gehabt. Also wo war es der Geier, wo das geblieben ist? Also ich hab keine Ahnung. Ist egal. Ach, was mache ich? Das ist hier jetzt wohl echt nicht dein Ernst. Nee, warte mal, was mache ich dann? Das muss doch da in den da rein. Genau. So. Die neuen nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Könnten wir eigentlich noch ein paar Kupferkabel machen, dass wir da wirklich mal genug haben? Lass mal das mal so. So. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur die fünf, die paar einzelnen. So, wir müssen wieder da drauf. Da. Electric Suitcase. Okay. Das heißt, hier. Da können wir auch gleich einmal mehr machen, weil. Wir brauchen sowieso mehrere. Was fehlt da jetzt wieder? Was war das? Also, wascht mir mit 5 Stück, das reicht. So. Das heißt, die Mining Drill müssten wir jetzt fertig haben. Also das haben wir, die RE-Batterie haben wir und die Stahlplatte. Ich möchte mal was gucken, ob das. So, jetzt ist es besser. So, 1, 2, 3, 4. 1, den da rein und wir haben unsere Mining Drill. Sehr schön. So. Das wäre das Erste. So, wir haben unsere Mining Drill. Muss man den auch noch aufladen oder was? Das ist ja wohl nicht euer Ernst, oder? Oh, eher leid. So, das. Also jetzt fehlt die Titanienplatte. Und das ist das. Das ist das, was wir brauchen. Was ist das Dorf? Scrapbox. Block of Titan. Lavazelle. Nee, also damit kommt man nicht weit. Das auch nichts, weil die haben wir nicht. Irgendwie müssen wir das anders. Der Titanium Nugget, Herr Toll. Wir brauchen diesen Titanium Dust. Und ich glaube, den kriegen wir. Irgendwie kriegen wir den raus. So. Das ist ja ein toller Schatz. Tiny Pile. Gucken, ob wir irgendwie weiterkommen. Was ist das? Squarebox. Was zum Geier ist eine Squarebox? Scrap? Wie zum Geier kriegt man Scrap? Was ist das? Oh, leck mich doch, ey. Ja, wäre schön, wenn man wissen würde, wie das. So, also wie gesagt, wir brauchen das hier.
denn? Das da. So, dann schauen wir mal weiter, ob das irgendwie noch anders da geht. Das ist doch echt zu kurz. Ohne diese scheiß Titanium-Dinger, also. Pulverisieren. Oh, ihr Männer. Das ist echt zum Heulen. Und das alles nur wegen einem Titanium. Also das ist, welche zwei Titanium kriechen muss, ne? Maserator. Titaniumplatte. Ja, das haben wir ja, aber das geht hier nicht. Oh, ihr Männer. Wie gesagt, also diese scheiß Titaniumplatte kriegen wir ja nicht. Die kriegen wir ja nur durch dieses blöde Mistding. Nugget vielleicht. Es ist echt zum Heulen. Also irgendwie hatten wir es doch rausgefunden. Ach, leck mich doch. Herrgott, noch einmal bin ich dann blöd. So. Titanium Nugget. Titanium Ingot. Ja. Das will ich hier. Wie kriege ich das? Diese scheiß Advanced Bloodling habe ich. Und selbst die ist fort. Also ich finde es irgendwie scheiße. Also irgendjemand hat mein ganzes Zeug hier geklaut. Also. Ja, das ist doch scheiße, oder? Doch gar nicht. Das ist doch wohl echt nicht euer Ernst, oder? Da ist mir gut. Ich muss jetzt mal alles nachgucken. Aber das kann doch wohl echt nicht angehen, dass das Zeug einfach so fort ist. Jetzt kriege ich schon das Zeug geklaut. Also es wird... Also jetzt geht's aber echt langsam los, ey. Das gibt's doch nicht, oder? Das ist fort. Das ist definitiv fort. Das geht mir jetzt echt langsam auf den Sack, ey. Das kann doch wohl echt nicht angehen, dass hier alles weg ist. Die lassen wir mal da. Nita. Mining Trill. So, machen wir das einmal so. Die 10 Kupferkabel tun wir da hoch. Die 4 tun wir da rein. Und die... Aber andererseits, wir nehmen den ganzen Mist mal mit und lege das oben in die Kiste. Ja, das ist vielleicht die bessere Lösung.
So. Kupferplatte, Stahlplatte. Dann haben wir hier diese vier. Da. Die Mining Drill haben wir. Einmal diese hier und ja, kommt die 18 dumme anderen damit noch. Kupferkabel tun wir hier rein und ja. So. So. Ich wollte da Türen reinmachen. Das machen wir jetzt auch. So. Nicht, dass da von außen irgendjemand nochmal einer rein kommt. Also das muss ja natürlich auch nicht sein. Eisenzahnrad. Holz. Aha. Dann machen wir jetzt mal zumindest mal diese paar. Also Holz brauchen wir keine, wir brauchen Stein. Natürlich alle. So, wir haben die drei Steine. Jetzt brauchen wir die Gold. Wir brauchen natürlich Eisen. Ich glaube, wir brauchen definitiv viel, viel mehr von denen da. Ja gut, jetzt machen wir es erst einmal so. Ich glaube, das machen wir unten, weil wir haben das ganze Zeug alles unten. So. Wir nehmen unsere Eisen. Muss mal kurz gucken, wie viel Diamantzahnrad brauchen wir natürlich auch. Goldzahnrad brauchen wir 2 und Eisenzahnrad 3. Das heißt, mache ich dann? So, jetzt holen wir uns die Gold. Brauchen wir. Wie viel waren das? 2, ne? Ja, genau. Oh, was? Ne, Moment. So, da brauchen wir 2 Eisen. Also die 2 goldene haben wir. Die Eisenzahnräder haben wir und Diamant. Da braucht man natürlich Gold, natürlich. Wie immer. So, die 2 hätten wir. Diamant. Ach du Scheiße, wir brauchen 8 Diamanten. Ach, die haben wir ja, Gott sei Dank. So. Zweimal die Golddinger. So, wir hätten ein Diamant, 2 Diamant. 2 von denen. Und jetzt fehlt mir wahrscheinlich ein Eisen, ne? So, das heißt, wir nehmen den Stein und holen uns den einen Eisen. So, wenn wir jetzt
Zweimal Diamant, zweimal Gold und dreimal Eisen. Sehr schön. Das werden wir natürlich sofort hier in die Kiste tun. Und zwar zweimal Gold, dreimal Eisen, zweimal Diamant, Mining Drill und eins von denen. Das wäre das. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die zwei Titanienblätter. Und woher kriegen wir diese Scheißdinger? Das geraffelt, dann tun wir die mal da rein und die tun wir mal da rein. So. Den restlichen Mist können wir mal wieder reintun. 36. Ja, machen wir das immer so, das sieht man es besser. Vielleicht ist hier irgendwo noch Eisen. Nein, haben wir nicht. Also unser Eisen hat jetzt kräftig gelitten. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Die brauchen wir für die Dinge. Ja, dann nehmen wir halt wieder die. Was soll der Scheiß? So, wir brauchen erstmal wieder ein paar Stecks. So, das müsste reichen. So, wir machen jetzt aber einen Cut rein. Das nächste Mal geht's dann weiter. Wie zum Geier kriegen wir diese zwei Titanium-Dinger raus? Das ist das, was mich interessiert. So. Das würde mich interessieren. Wie kriegen wir den Titanium raus? Ja, aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal einen Cut rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.